möchtest eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine GmbH, gründen und fragst dich, wie genau ist der Ablauf, was kostet es und vor allen Dingen, wie lange dauert es? Dann bist du heute hier richtig zum Thema, wie man eine GmbH richtig gründet. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, Unternehmen zu gründen, zum Wachstum zu bringen oder schließlich auch zu verkaufen. Und immer häufiger ist das Thema, auch eine Kapitalgesellschaft zu gründen, entweder eine UG oder eine GmbH. Es gibt unterschiedliche Motive, eine GmbH zu gründen. Die einen sagen, ich will mein Privatvermögen abgrenzen vom geschäftlichen Risiko. Die anderen sagen, aus Imagegründen ist es erforderlich, dass wir eine GmbH haben. Und die dritten sagen, ich will eine Gesellschaft gründen, vielleicht auch Investoren mit reinnehmen. Und das ist leichter, dann die Liste der Gesellschafter zu verändern, als zum Beispiel wie bei einer GbR. Bevor du allerdings zum Notar gehen kannst, gibt es noch einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Die erste wichtige Entscheidung ist, wer wird Geschäftsführer oder wie viele Menschen werden Geschäftsführer oder erhalten Prokura. Das heißt, mach dir genaue Gedanken darüber, wer Geschäftsführer wird, insbesondere dann, wenn du Fördermittel beantragen willst. Denn die Fördermittel können nur beantragt werden von einem Geschäftsführer, der auch mindestens 10% Gesellschaftsanteile hält. Als nächstes ist relevant zu wissen, wer wie viele Anteile bekommt. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, die Entscheidung zu treffen, ob die Stimmrechte, die damit verbunden sind, ob die gleich oder abweichend von den Anteilen sind. Und das Dritte ist, auch die Gewinnrechte, entsprechen die 1:1 den Anteilen oder weichen sie ab? All das legst du schließlich in deiner Satzung fest. Das bedeutet, lange bevor du zum Notar gehst, ist erstmal die Aufgabe, eine Satzung zu fertigen, wo das alles festgezurrt wird, wo die Kapitalgesellschaft, die Funktion, die Gründung, der Wechsel der Gesellschafter, aber schließlich auch die Liquidation und die Bewertung, all das geregelt ist. Und hier ist es am besten, wenn du dir vielleicht eine Vorlage von einer IHK runterlädst, die bearbeitest und dass du dann erst zum Rechtsanwalt gehst, bevor du dann schließlich beim Notar die Eintragung machen lässt. Wenn du nun in vielen Sitzungen mit deinen Mitgesellschaftern die Satzung fertiggestellt hast und dann zum Rechtsanwalt gehst, dann geh bitte vorher, bevor du zum Notar gehst, und die Beurkundung veranlasst, noch zur IHK und kläre, ob der Name deiner GmbH überhaupt noch frei ist. Und erst wenn die IHK dir Freigabe erteilt hat für den Namen deiner GmbH, erst dann gehst du weiter zum Notar. Der will in der Regel die Liste der Gesellschafter haben, Personalausweis, Personalausweisnummer, Anschrift, Geburtsdatum und er möchte natürlich auch, dass alle Gesellschafter bei der Gründung persönlich mit dem Personalausweis zugegen sind. In der Regel erhältst du dann die sogenannte Urkunde mit der GmbH in Gründung. Jetzt hast du als nächstes die Aufgabe, das entsprechende Bankkonto anzulegen. Sprich also Konto eröffnen und dort auch das Stammkapital einzuzahlen. In der Regel reicht es aus, wenn du zunächst 12.500 Euro, also die Hälfte des Stammkapitals der GmbH, einzahlst. Diesen Betrag hast du dann als Aufgabe nachzuweisen mit einem Kontoauszug und das dem Notar zukommen zu lassen. Wenn der Notar dann den Kontoauszug bekommen hat, dann schickt er die Urkunde weiter mit der Liste der Gesellschafter zur Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht. Wenn der Notar alle Unterlagen fertig gemacht hat, dann schickt er die Unterlagen weiter zum Amtsgericht und das Amtsgericht schickt dir eine Rechnung. Die musst du bezahlen. Aber Vorsicht, du kriegst noch 10 weitere Rechnungen, die du nicht bezahlen musst. Hier kannst du recherchieren im Internet, welche die richtige und welche die falsche Rechnung ist oder fragt der Notar. Und wenn du die richtige Rechnung bezahlt hast, dann kriegst du alsbald deinen Handelsregisterauszug. Und dann bist du eine echte GmbH. Bis dahin bist du eine in Gründung GmbH. Und du hast die gleiche Haftung wie in einer GbR. Erst ab hier wird der Haftungsschutz wirksam. Mit diesem Handelsregisterauszug kannst du nun zum Gewerbeamt gehen und dein Gewerbe eintragen der GmbH. Und du kannst zum Finanzamt gehen und mit einer Eröffnungsbilanz auch deine Steuernummer beantragen. Solltest du Unterstützung dabei haben wollen, deine GmbH zu gründen, den richtigen Namen zu finden, die Satzung vor allen Dingen so zu konstruieren, dass sie langfristig Sinn macht und du alle Krisen vorausgedacht und auch Lösungen geschaffen hast, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch den Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg nun bei der Gründung. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%.
Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.